So, hallihallo. Ich habe meine Rechtecke fertig. Ihr auch? Ich bin jetzt am Zusammenhäkeln. Das ist für mich die einfachste und schönste und sauberste Art. Man kann fast überhaupt keine Masche erkennen, keine Naht erkennen. Und da habe ich Folgendes ausprobiert. Ich habe ganz viel jetzt gerade getüftelt, wie es am schönsten ist. Und da habe ich einfach von der einen Seite die vorderste genommen und von der anderen Seite auch die vorderste genommen. Ganz locker, mit einer dicken Häkelnadel, alles sehr, sehr locker. Noch einmal da vorne die erste und von der anderen Seite auch von oben drauf die erste. Nimmt man die unterste, dann hat man eine komische Rille, das mochte ich nicht so gerne leiden. Und was mir auch nicht so ge gut gefällt, ist, wenn ich hier am Arm, der ist jetzt ja richtig schön dick, richtig schöne mega Wolle, wenn ich das hier gleich am Arm, dann mache ich hier mir ja noch so ein Fledermausärmel, so ein Trompetenärmel dran. Da habe ich mich für eine andere Wolle entschieden. Und zwar habe ich mir mal eine Merino-Wolle dazu gekauft. Die finde ich sehr, sehr schön. Und jetzt meint ihr und glaubt ihr nicht, was passiert ist. Heute kommt meine Tochter nach Hause und sagt: Mama, komm mit, wir fahren eben zu der Simone ins Handarbeitsgeschäft. Du darfst dir da was aussuchen. Ich was aussuchen brauche ich gar nicht. Nimm mal von dem hier die Banderole mit und dann holst du mir, wenn du willst, 10 Stück. Komme ich nicht mit hin. Denn ich möchte ein langes Kleid machen, aber ohne Ärmel, Träger mit, nur mit Träger und keine Arme, weil es ist ja alles hier dran. Ja, und dann werdet ihr weiter sehen, was ich daraus zauber, was ich daraus mache. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal den Poncho, den Seelenwärmer und das Kleid kommt dann darunter. Ist das nicht schön? So, jetzt einen schönen Feierabend. Ich muss mich beeilen. Wir gehen gleich mit unseren Freunden essen. Das ist doch mal schön. Und morgen oder übermorgen oder irgendwann nächste Woche werdet ihr dann sehen, was ich hier dann weitermache. Okay, tschüss, eure Bärbel. Macht gut, ich muss zum Knopf.